Im Bergrallye-Motorsport ist Dieter Holzer schon lange kein Unbekannter. Österreichischer Bergrallye-Klassensieger in der Gruppe N 2000 1998-99 sowie der Gruppe A 2000 im Jahr 2006. Sein Wunschziel aber gelang ihm jetzt. Ja, hallo, grüß euch. Ich bin der Dieter Holzer, bin OMDC-Techniker am Stützpunkt Bruck an der Mur und bin heuer österreichischer Automobil-Bergstaatsmeister geworden in der Division 1 und 2. Meine stärksten Momente waren heuer das Bergrennen in Italien in Vercetnic, wo ich gegen die Italiener den Berg gewonnen habe, wo es mir eigentlich keine Chancen gegeben hat, wenn du den Berg das erste Mal gefahren bist. Und ich habe es anderen belehrt und habe das gewinnen können. Das war halt einer meiner schönsten Momente in der heurigen Saison. Mein Fahrzeug ist ein Mitsubishi Evo 8 der Gruppe N und hat den Letztstand, was homologiert worden ist, in den Evo 8 Modell mit Hilfe von Baumschlager Rallye and Racing in Oberösterreich mit unserem amtierenden Staatsmeister haben wir das Auto von der Technik am neuesten Stand. Fahrwerk, Getriebe, eine Dockbox, unsynchronisiert, kann unter Volllast die Gänge wechseln und habe ein konkurrenzfähiges Auto. PS haben wir am Berg keinen Restriktorzwang, sprich keine Verjüngung vor dem Turbolader, wir fahren offen und fahren mit schwach 400 PS. Wir wollten auch wissen, wie kommt man zu diesem Hobby, beziehungsweise was war eigentlich der Auslöser, Bergrallys zu fahren? Zu dem Sport bin ich gekommen, dass mein Freundschaftskreis, der was jetzt natürlich schon den 50er anschneidet, immer mit Motorsport zu tun gehabt haben. Unser Straßiger Fritz, der was immer mit mir mit ist, hat in den frühesten Jahren Rallye betrieben und so sind wir in den mit eingewachsen und es war für mich einfach immer was Schönes, Motorsport zum Betreiben, Rallyeautos zum Aufbauen, als Mechaniker naheliegend, dass man sein Hobby verbringt mit schnellen Autos und so sind wir immer tief eingewachsen. Der Beiler Felix war ein Vorbild von mir, da habe ich eigentlich viel in meiner Jugend mitgeschraubt, mit dem bin viel mitgefahren zu den Rennen und so wird man immer tiefer, kommt immer tiefer rein und das fasziniert einen und man geht der Sache voll nach. Das Ziel, österreichischer Staatsmeister zu werden, ist erreicht. Geht es jetzt in Richtung Europameisterschaft? Mein zukünftiges Ziel war eigentlich einmal Automobil-Bergstaatsmeister zu werden. Das haben wir heuer geschafft. Geschafft mit einem minimalen Aufwand, mit echt an wenig Material, an Reifenmaterial. Es ist fast unleistbar, den Sport richtig groß auszuüben. Und das, was wir da heuer erreicht haben, ist als Normalsterblicher, so wie wir klar sind, das, was wir in unserer Garage zusammenbasteln, ist eigentlich ist so. Wir können nicht viel mehr erreichen. Eine Europameisterschaft zu fahren, ist einfach so ein Aufwand von der Zeit her. Man kann beruflich das nicht damit vereinbaren. Es geht um den Schmeck. Wir sollten auf Spanien, wir sollten auf Portugal fahren. Österreichische Meisterschaft zu gewinnen, das war das Größte. Das haben wir geschafft und wir werden nächstes Jahr ein bisschen sporadisch fahren. Ich möchte nächstes Jahr vielleicht einmal ein bisschen ein Rallye fahren. Aber auf die Rundstrecken kann ich einfach nur so sporadisch ein paar Veranstaltungen fahren. Wir gratulieren Dieter Holzer nochmals recht herzlich zum Staatsmeistertitel und wünschen ihm noch viel Freude mit seinem Hobby.